Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Das ist der zweite Teil der dreiteiligen Serie The Big Greek lehrt Schach mit The Inklays. The Inklays ist ein professioneller Streamer auf Twitch, fand meine Videos toll und bat mich, mit ihm eine Trainingssession zu machen auf seinem Kanal. Das haben wir live gefilmt und alle, die letzte Woche den ersten Teil gesehen haben, wissen, was jetzt folgt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Es wird lustig. Gut. Gut, dann machen wir noch ein Spiel und ich versuche diesmal nicht komplett zu versagen. Nein. Das wird super. Versuch die goldenen Regeln anzuwenden. Die habe ich doch schon wieder vergessen. Mein Scherz. Auf jeden Fall die Dame nicht zu früh ins Spiel. Und ja, das wollte ich auch wirklich nicht. Das war wirklich dumm. Das war nicht mein Plan. Sehr schön. Besetzt das Zentrum im Bauern. Goldene Regel Nummer 1. Figuren entwickeln. Mhm. Ja, da ist er schon am Boden, der Gegner. Muss er überlegen. Das versteht er. Zahlekam. Figuren entwickeln. Ja. Das ist goldene Regel Nummer 2. Das ist schon ein sehr seltsamer Zug, aber egal. Ignorieren wir mal. Ich weiß zum Beispiel nie, ich kann das so schwer vorhersehen, wenn ich das zum Beispiel mache. Das ist so ein Play, den ich gerne mache. Der ist aber auch counterbar irgendwie. Was macht der denn da? Nein. Early Rochade. Da steht er super. Ja, echt? Okay. Ja, klar. Das ist die beste. Denk an die Regel Nummer 3. Führe die Rochade aus. Ach, das habe ich schon wieder nicht gemacht, ey. Diese doofe Rochade. Mal können die mir die nicht aus dem Spiel rauspatchen. Der wichtigste Zug in der Eröffnung ist die Rochade. Nicht so rum. Andersrum. What? Mit dem König zuerst zum Turm ziehen. Ja, ich weiß. Ich mache das genug. Ich dachte, das geht auch so rum, also rein vom Klicken her. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Nö, ging auch nicht. Habe ich jetzt auch gelernt. Naja, ich spiele mal weiter. Ich halte jetzt die Klappe. Ja. Ich versuche das hier selbst zu lösen. Ich habe nur einen trockenen Hals, das ist alles. Das hat er nicht gesehen. Oh, ich habe auch einiges nicht gesehen. Ja. Das ist trotzdem gut für mich, oder? Es ist doch gut für mich, zwei Sachen zu traden. Also zwei Leichtfiguren für einen Turm ist gut, ne? Ja, aber du hattest vorher einen Läufer gegeben für einen... Oh, was ist das denn? Warte, ich muss echt die Klappe halten. Ich muss echt die Klappe halten. Nö, das ist ja nicht wahr. Ich habe nichts gegeben. Ich habe zwei von ihm bekommen und nur eins verloren. Vorher. Ich zeig dir das mal. Okay. Ach, jetzt bin ich ganz verwirrt hier, was der da macht. Ups. What the fuck, wie habe ich das denn nicht gesehen? Plötzlich so ruhig hier, was ist los? Muss mich konzentrieren, um nicht noch mehr dumme Dinge zu tun. Die Chancen stehen schlecht. Was mache ich denn auch? Das ist ja wirklich nicht normal. Das ist ja ganz furchtbar. Ich habe mir beide meine Fährtchen wegnehmen lassen und habe es nicht mal mitbekommen. Ja, aber du kriegst ein bisschen was wieder. Das stimmt. Weil der passt auch nicht auf. Nee, der Tategam, der kann das auch nicht so richtig. Tategam, was ist das für ein Name? Keine Ahnung. 1029er Spieler, der kann das. Oh, das war aber klug von ihm. Also hier... Ist immer der Play, oder? Nee, warte mal. Ich darf nichts sagen. Das ist bestimmt richtig.
Jetzt hat er trotzdem einen Fort, ne? Wobei ich habe zwei Bauern mehr. Ne? Du hast jetzt Läufer und zwei Bauern gegen Turm, sagt man. Das ist tendenziell besser für Weiß. Sehr gut. So gut wie gewonnen, das Spiel. Ja, das ist natürlich auch, ich sehe das selbst hier, das ist natürlich auch nicht so klug, dass ich irgendwie alle meine Bauern noch nicht entwickelt habe, ne? Die stehen ja alle da hinten rum. Kann nicht richtig sein. Ich denke, ich möchte lieber die Reihe halten, bin aber nicht sicher. Oh ne, das darf ich auf keinen Fall machen. Bleib ruhig. Bin ruhig, alles super. Ich habe dir zwischendurch zugehört, du redest normalerweise viel mehr auf deinem Stream. Ja, aber hier muss ich mich ja konzentrieren. Das sind ja normalerweise Spiele, wo... Nee, ich rede schon von Schach. Ach so, ja gut, aber das ist natürlich auch was anderes. Da muss ich ja, da ist es ja eingeplant, dass ich versage. Ach so. So, hier bist du Favorit jetzt für mich. Nice. Denn da? Ja, gib mir Schach. Das ist aber nicht nett von ihm. Übrigens, die Könige sind extrem stark im Endspiel, ne? Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, traurigerweise. Oh, ich versuche jetzt gerade einfach nur meine Bauern irgendwie ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Weil die Trades sind ja gut für mich, denke ich. Ich habe ja mehr Bauern. Das muss ja irgendwann Früchte tragen. Früchte tragen, sehr schön. Oh, das war aber nicht so nett. Gib deinem Gegner nicht so viel Credit. Dem geht auch bald die Zeit aus. Was will er tun? Ja, stimmt, aber bald keine Zeit mehr. Zeitsiege sind meine besten Siege. Die habe ich öfters. Kleiner Tipp, versuch deine Figuren maximal zu aktivieren. Versuche ich. Es hapert nicht am Versuch. Es hapert am Können. So, mal schön weiterlaufen. Guck mal, er kann nichts mehr. Der ist done. Er wird auch Zeit verlieren, vermutlich, weil er spielt sehr langsam. Ja, das ist eigentlich meine Aufgabe, aber... Ach nee, ihr spielt ja plus 2, ich vergesse das. Ja, da kommt schon ein bisschen was wieder. Guck mal, wie schön die Bäuerchen laufen können. Ja, die kommen immer weiter nach vorne. Das fand ich übrigens gestern, das habe ich gestern, ich weiß nicht, ist das dein gestriges Video gesehen? Ich gucke die wirklich dauernd. Der Bauernsturm, der hat mir sehr gut gefallen. Das könnte mein Spielstil sein. Einfach mit den Bauern nach vorne laufen bis zum geht nicht mehr. Das hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Das war aber eine Ausnahme, ne? Ja, das finde ich aber zutiefst bedauerlich, dass das eine Ausnahme sein sollte. Du kannst dann noch eine weitere kreieren. Was macht er denn da? Kann ich das nicht einfach machen? Ach, er will den hinten wegnehmen, ne? Dann muss ich ja nach hinten. Sonst wird das, glaube ich, enger. Oh. Den kann ich einfach nehmen, ist ja kein Problem. Zum Glück hast du es auch. Den kann ich ja einfach nehmen, das ist kein Problem. Lauf ich weiter nach vorne, weil der König ja sehr wichtig im Late Game ist. Ich wusste nicht, ob du das weißt, aber der ist sehr stark da. Danke für die Regel, hab ich noch nie gehört. Gerne, gerne. Im Late Game vor allen Dingen. Schachmatt! Oder? Nein, irgendwie überhaupt nicht matt. Was habe ich denn da gemacht? Egal. Oh nein. Oh Gott. Es ist wieder Schlimmes passiert. Aber jetzt habe ich ihn doch. Erzähl mir doch nichts. Das gewinne mal doch. Der hat mir die ganzen Bauern genommen. Darf der das? Schachmatt. Siehst du? Hat es gewonnen. Super. Hast du gewonnen? Natürlich. Das war einfach. Gegen den Tadekamm war es kein Problem. Riesenpartie. Müssen wir gar nicht analysieren, war alles perfekt. Ja, es ist eine Partie, über die noch in vielen Jahren gesprochen werden wird, in Fachkreisen. Herrlich, herrlich. So, gehen wir direkt rein. Der erste Fehler kommt im Zug 5. Okay. Also und dir, ich werde jetzt seine Fehler nicht aufzählen, wir kontrollieren
konzentrieren uns nur auf dich erstmal. Okay, das Pferdchen war ein Fehler, oder? Nee, das ist okay bisher. Mhm. Was er macht, ist egal. Also läuft bis hierhin, ist alles gut. Okay, jetzt macht er seine Rochade. Jetzt mache ich meine Rochade nicht. Das ist ein riesiger Fehler. B3 ist Quatsch hier, B3. Ich wollte einen Platz schaffen für meinen C-Läufer, dass der da außen raus kann. Ich zeig dir, wie du das machst. Geh mal zurück. Du machst erstmal die Rochade hier. Das ist ein super wichtiger Zug. Die Rochade musst du in jeder Partie machen. Das ist 100%. Es gibt keine Ausnahmen. Die Ausnahmen entstehen erst, wenn du ein fortgeschrittener Spieler bist. Das verstehen viele Anfänger nicht. Sie wollen direkt kreativ sein und machen weichen von den Regeln ab. Das Problem ist aber, das Spiel ist zu objektiv. Ja, mein Problem ist nicht, dass ich es nicht machen will, weil ich kreativ sein will. Mein Problem ist, ich vergesse es immer. Du vergisst es, ne? Okay. Ja, ich vergesse es einfach. Um deine DNA zu übernehmen, mach es. Ja. Und jetzt mach mal für ihn irgendeinen Zug. Wen soll man den mal machen? Der ist super. Nein, irgendeinen sinnvollen Zug. Ach so, okay, schade. Ich dachte, einen sinnvollen Zug, ja, dann soll er mal sein Pferdchen entwickeln da. So, hier zum Beispiel ist jetzt, du willst dem Läufer Platz machen auf C1, ne, dem schwarzfelderigen. Ja. Das kann wir ich unterscheiden im Schach zwischen schwarzfelderigem Läufer und weißfelderigem Läufer, ne? Mhm. Damit klar ist, wo ich spreche. Entschuldigung, und hier machst du dem Läufer Platz, indem du den D-Bauern nach vorne ziehst. Den D-Bauern, ne? Den D-Bauern. Und wenn es geht, so weit wie möglich, so aggressiv wie möglich. Okay, also. Also hier kannst du zwei nach vorne gehen, weil der Gegner sich so blöd aufgebaut hat mit seinem schwarzfelderigen Läufer auf D6, dass D4 hier sehr gut möglich ist. Weil er nutzt. Gleichzeitig, das ist goldene Regel Nummer 1, du kämpfst, besetze das Zentrum mit Bauern, du kämpfst um das Zentrum. Zentrum ist der wichtigste Bereich auf dem Schachbrett und du machst dem Läufer auf C1 Platz. Hm. Und der kann nach vorne gehen dann. Auf der schönen Diagonale, ne? Ja. Das wäre eine logische Fortentwicklung der Partie gewesen. Habe ich nicht gemacht. Geh mal bitte zurück. Du hast B3 gemacht. Okay. Nee, mach mal weiter. B3 jetzt. So. Gut, er macht was? Er macht das. Okay, jetzt? Jetzt mache ich meine Rochade. Jetzt kommt wieder ein wichtiger Moment. Er macht B5. Mhm. Was droht er? Er droht, meinen Läufer zu schlagen und... Das war's schon. Ja. Er droht, den Läufer zu schlagen. Ganz simpel. Er droht mit einer Figur, die nur ein Punkt wert ist, eine Figur von dir wegzunehmen, die 3 Punkte wert ist. Ja, das ist klar. Dieser Trade, wie du sagst, diesen Begriff muss ich auch mal einführen, ich gesagt, dieser Trade ist richtig bad für dich. Ist richtig bad. Also würde ich den Trade nicht machen. Ja, aber das machen doch in deinem Video die Profis auch öfters, wenn sie es wieder safe zurückkriegen. Und ich habe es doch hier sicher zurückbekommen, oder? Nein. Warte mal, was habe ich gemacht? Ich habe das genommen. Dann hat er das genommen, dann habe ich das genommen. Ja gut, aber ich habe also einen Läufer für 2 Bauern geschlagen, habe aber gleichzeitig Druck und Tempo auf dem Feld gemacht, weil ich jetzt ja seinen Läufer unter Druck setze, den er mir dann auch noch gegeben hat. Stopp, du gehst zu weit. Du musst nur den Trade zählen erstmal. Du gibst einen Läufer und kriegst dafür 2 Bauern. Ja, aber ich habe ja genug vorausgedacht. Das habe ich ja wirklich gemacht, dass ich sagte, ich habe dann 2 Bauern für einen Läufer. Das ist erstmal negativ, sehe ich ein. Aber ich habe gleichzeitig mehr Tempo, weil mein Pferdchen da frei in der Backrow rumtanzt. Das ist völlig irrelevant, was du da gerade erzählst. Ja, aber das erzählst du auch immer genau so. Geglaubt. Man darf doch im Schach Sachen opfern, wenn man dafür Tempo-Advantage bekommst. Das sagst du immer. Also nicht so, wie ich es sage, aber so ähnlich. Ganz konkret vielleicht mal, ja. Aber hier... Mikrovorsprung, ja. Ja, aber das andere, aber Entwicklungsvorsprung, so nennst du es. Aber wenn ich jetzt hier zurückziehe, dann verliere ich doch in diesem Entwicklungsaufbau extrem. Wenn ich meinen Läufer wegziehe, oder? Du hast keine Wahl. Material ist erstmal das Wichtigste. So ein schlechter Trade bringt dich nicht voran. Du gibst 3 Punkte und kriegst nur 2 erstmal. Das ist schlecht. Ich habe gleichzeitig mehr Druck. Wie berechnet man denn diesen Druck? Also, das ist. Nee. Also, ich sehe es ja sofort. Da ist kein Druck. Ja, aber er hat mir den Läufer am Ende gegeben. Ja, weil er das nicht sieht, der voll los. Ja, das finde ich hervorragend. Ja gut, aber wenn ich halt denke, dass ich Druck habe, dann... Ja, besser wäre es aber erstmal, die Standardreflexe erstmal zu üben. Ja, absolut. Das heißt, Parade die Poste halt, ne? Er greift an, zieh das Ding zurück, ne? Behalte dein Material. Wenn du erstmal so 1200, das 1300, 1400, dann kannst du langsam anfangen, auch so solche Sachen zu machen. Halt. Aber es ist wichtig, am Anfang erstmal sicher zu spielen und nicht dein Material zu verschenken. Halt. Ihr verschenkt in dieser Partie, habt ihr beide, oh Mann, so viel verschenkt, ne? Also die ganze Zeit.
Naja, es ist halt immer eine Erfahrungssache für Anfänger wie mich, wo ich weiß, wenn ich hier mit dem Läufer zurückziehe, da habe ich schon ganz viele Spiele gehabt, wo ich nie wieder rauskomme mit den Dingern. Die stecken da alle da hinten fest und ich werde überrannt irgendwann. Und deswegen sage ich, na, dann habe ich wenigstens Platz da. Ja, das ist ihr Glaube, was soll ich sagen? Ja, gut, dann machen wir das halt nicht mehr. Okay, also das war schlecht, nicht gut. Also achte auf dein Material. So, was er macht, ja, mach ruhig. Nimm, nimm, nimm. So, was er übersieht, ist halt, dass du seinen Läufer schlagen kannst. Ja, weil er dachte, dass es gut ist, dass er meinen Turm dann kriegt, ne? Was er ja auch tut. Nein, der hat das Aber einfach übersehen. ja, das kann auch sein. Übersehen, das macht man nicht, das ist ja Quatsch. So, jetzt ist okay noch. Ist ja Quatsch. Ja, ist alles ziemlich viel Quatsch. Ich Doch, habe dann das ist ganz. auch Riesenquatsch, was er macht. Warum? Naja, er hat gedacht, ich kann dir erklären, warum das ein super Zug war, dass ich nicht sehe, dass er damit mein Pferd schlagen kann. Habe ich auch Nee, nicht das ist gesehen, dann nicht hat er mein Pferd kompliziert, was du gehabt. erzählst. War eher ein Joke. Es war traurig. Der Zug ist richtig schlecht in der Macht, Springer schlägt E4. Warum? Naja, er kriegt den Bauern. Und er wird einfach, er tradet halt Springer für Bauer. Weil, wenn ich das sehe, dann nehme ich ja einfach Dings Genau, und er hat gar nichts. genau. Ne? Er hat einfach Ja, ein Pferdchen richtig für einen schlechter Bauern. Trade von ihm. Also ihr macht die ganze reihenweise schlechte Trades, halt, ne? Ja, weil ich es nicht gesehen habe. Ich bin blind. Das war Und du hast den natürlich. Bauern genommen, ja, Ja. genau. Er hat mir beide Pferdchen weggenommen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das war nicht sehr gut. Aber seltsamerweise hat es das noch gedreht. Geh mal weiter, die Partie ist halt extrem spannend, wie sie läuft. Gott, wenn man das jetzt sieht. Ja, jetzt wollte ich Druck auf den Turm machen, Sehr gut. weil ich dachte, hinten, ne, Nee, ist ja das ist ein das. guter Zug. Das ist ein guter Zug. Ja, aber jetzt hat er das Pferdchen rausgespielt und ich habe nicht gecheckt, dass er mein zweites Pferdchen auch schon wieder angreift. Das habe ich wieder nicht mitbekommen. Beziehungsweise ich dachte wahrscheinlich im Hinterkopf, ich kann an den Turm schlagen, aber das kann ich ja nicht, weil die Dame jetzt da covert. Das ist ja doof von mir. Genau. Ja. Schön covered, genau. Ja, jetzt habe ich den Zug habe ich gemacht. Den finde ich okay, weil ich damit Zug auf den Turm mache. Also den finde ich okay, wenn ich gesehen hätte, dass mein Pferdchen, also wenn ich nicht gesehen habe, dass mein Pferdchen geklaut wird, was es ja wird, das war nicht so gut. Aber prinzipiell war der Plan einfach, Hast du dass. zufällig richtig starken Zug gemacht? Ja, ich wollte den binden. Also dass den Springer in der Mitte wollte ich binden, dass der da nicht weg kann, sonst kriege ich Weißt ja du, wie den das Turm. heißt? Fesseln, fesseln. Fesseln, ja. Fesselmotiv, ja. Ja, ich Okay. hab den gefesselt, damit ich da den Turm angreife hinten. Das war der Plan, aber hab natürlich nicht mitbekommen, dass er mein Pferdchen nimmt und gleichzeitig meine Dame bedroht, was natürlich traurig war. Ein weiteres Mal. Jetzt bin ich ja Jetzt hast natürlich. du einen guten Zug gefunden hier. Echt? Ja, Oh Dame ja. D5 ist sehr stark. Ja, den fand ich auch schön. Und jetzt kriegst du ein bisschen Material wieder. Wenn er es richtig spielt, dann kriegst du nur den Springer wieder und sonst nichts. Und dann hat er am Ende einen Turm mehr. Ja, aber ist ja. Ja. Naja, also in dem Punkt, dass ich das richtig verstehe, ne, er ist ja eigentlich im Advantage jetzt, also er hat einen Vorteil. Mega Advantage. Ja, aber ich habe dafür natürlich noch so ein bisschen Druck vorne, so ein bisschen Ja, ein zumindest, bisschen ne? symbolischen Druck hast du jetzt, Ja, ja. also er muss halt richtige Plays machen, sonst könnte es schlechter ausgehen, eventuell. Aber wenn er richtig spielt, gewinnt er das einfach, ne? Ja, Haushoch. das ist eigentlich trivial hier. Ja, okay, und er spielt jetzt die Dame Aber so. das ist der worst Move, den man machen kann hier. Das ist unglaublich. Er hat wirklich den schlechtesten Zug gefunden mit Dame D7. Den absolut schlechtesten Zug. Den hätte ich nicht noch nicht mal gefunden, wenn ich ewig drauf geguckt hätte. Den fand ich auch nicht so gut, weil ich ja dann einfach das Pferd nehme und die Ja, Dame und den Turm du greifst angreife. die Dame an. Der stellt die Dame so hin, dass die Dame auch nur angegriffen wird. Und jetzt kriegst du noch den anderen Springer. Ja, Unglaublich. jetzt. Das sollten wir immer machen, das ist ja unterhaltsam. Ja. Ja, jetzt geht er mit der Dame vor und ich sag dann halt, ja gut, dann nehme ich halt noch ein Pferdchen und trade die Dame. Das Ja, denke ja. ich okay hier. Ja. Ja, jetzt Also. stehst du besser hier. Ja, und Du hast jetzt. gelaufen. Jetzt kurz mal Pause machen. Hier ist. Okay, das ist eine schwierige Stellung für Anfänger, weil das ist ein nennt man, ungleiches Materialverhältnis. Du hast Läufer plus zwei Bauern gegen einen Turm. Du musst ja das abziehen, was gleich ist, und dann das zählen, was am Ende auf dem Brett bleibt. Und du hast Läufer und zwei Bauern und er hat einen Turm. Genau. Und Läufer und zwei Bauern hier ist besser, weil du hast eine riesen Bauernarmada. A, B, C, D. Und die können, wenn du die pusht nach vorne, was du hinterher gemacht hast, hast ja gesehen, was passiert ist, Genau. bekommst du eine Dame sehr einfach. Ihr habt natürlich jetzt noch, den Rest müssen wir nicht analysieren, lass mal eine Partie spielen, den Rest müssen wir nicht analysieren, aber vom Prinzip her musst du im Endspiel, das ist ein Endspiel, musst du den König aktiv stellen nach vorne und deinen Läufer musst du auch aktiver stellen. Du hast den versteckt hinter deinen Bauern.
Ja, der muss ja beschützt werden. Der war ja wichtig. Nee, der muss nicht beschützt werden. Von wem? Der kann sich selbst schützen. Ach, gut. Aber ja. Dann mit dem Ball nach vorne und dann hast du eine Dame geholt, das war richtig. Und dann habe ich Schmatt gesetzt und ausnahmsweise mal keinen Putt. Das war toll. Ja. Eine weitere Frage übrigens, wie wird man internationaler Meister oder Großmeister überhaupt? Also diese Ränge sind ja sehr bekannt im Schach. Und ja, das sind die höchsten Titel im Schach. Genau. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden und wie wird man's? Genau, also Großmeister ist der höchste Titel, den man erreichen kann. Mhm. Den bekommt man ab einer Elo-Zahl, Spielstärkezahl ab 2500. Plus man muss auf sogenannte Normen erzielen, drei Großmeister-Normen. Die erzielt man auf internationalen Turnieren gegen bestimmte Gegner. Und die Performance muss weit über 2600 sein. Nee, 2601. Das sind die Voraussetzungen. Kann man den wieder verlieren? Oder ist man das? Nee, kann man nicht. Kann ist man dann für immer? Ist man immer ein Großmeister? Auf Lebzeit. Mhm. Auf Lebzeit. Egal wie schwach man wird. ja, im Alter wird man ja wieder schwächer. Ne? Okay. Beim Schach zwar viel, viel später als bei anderen Sachen, aber es gibt Großmeister so mit 2300. Also, ne? Also okay. Nichts Besonderes. Internationaler Meister ist eine Stufe drunter ab 2400. Gleiche Voraussetzungen, drei Normen auf internationalen Turnieren. Performance muss 2451 sein, glaube ich, oder 2450 dreimal. Und dann kriegt man die Norm verliehen vom Verband. Weil man muss dann auch eine Zahl haben von 2400 in der Weltrangliste. Darunter gibt es noch ein paar kleinere Titel. FIDE Meister 2300, dann gibt es noch ein paar kontinentale Geschichten, so Candidate Master und all sonst solche. In den USA haben sie irgendwelche komischen Titel, die keinen Menschen interessieren. ja, ist so. Bei den Damen übrigens ist es ein bisschen niedriger angelegt, weil einfach nicht so viele Frauen Schach spielen. Also Damen-Großmeisterin zum Beispiel wird man schon ab 2400, also äquivalent zum internationalen Meister. Und das kann man aber also wirklich nur durch offizielle Turniere und so, da steigert man dann seine Elo-Zahl richtig, nicht online irgendwo oder so, das geht immer noch nicht, ne? Online also, geht gar nicht, online ist nur Online-Zahlen, es gibt so Lead-Chess-Zahlen, das ist nur Lead-Chess-Zahlen. Ja, genau, aber das ist natürlich auch online, ich habe mir immer gedacht, bei Schach, also ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber man könnte ja online einfach nebenbei ein Programm laufen lassen und die perfekten Züge von irgendeinem Bot machen lassen, oder? Deswegen ja, natürlich, klar. Natürlich. Könnte das ja nie richtig integer sein, wenn man das online machen würde. Das Thema, das ist natürlich ein altes Thema. Nur inzwischen sind die besten Seiten, haben so gute Methoden, dass sie das mehr, dass die Programme das merken, ob jemand cheatet oder nicht. Mhm. Zum Beispiel über die Anzahl der guten Züge, die man innerhalb einer bestimmten Zeit findet. Wenn da einer völlig übertrieben cheatet, dann fällt es halt sofort auf. Ja, okay. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja. Ja. Da hat Schach das gleiche Problem wie die Online-Spiele. Da sieht man es mal. Wo? Naja, wie alle Online-Spiele haben ja alle Probleme mit Cheaten in verschiedensten Arten fast. Ja, die meisten. Okay. Kartenspiele nicht so, aber die ganze Shooter und Co., ja.